Herzlich willkommen aus der Asklepios Klinik Seligenstadt. Mein Name ist Frank Müller-Hillebrand. Ich bin Chefarzt in der Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin. Und zusammen mit meinem Team möchte ich Ihnen heute den Elektroschockapparat vorstellen, den man im Rahmen von Wiederbelebungsmaßnahmen einsetzen kann. Einen sogenannten automatischen externen Defibrillator. Bevor wir starten, möchten wir Ihnen gerne uns selbst vorstellen. Ich stelle Ihnen ganz kurz das Team vor. Das ist Dr. Isa in der Mitte. Auf der rechten Seite sehen Sie Frau Schmidt, eine Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege, und auf der linken Seite Frau Purschian, ein Mitglied unseres Funktionsdienstes Anästhesie. Wir haben Ihnen eine kurze Präsentation vorbereitet, die wir immer wieder mit kurzen Vorführungen unterbrechen werden, um Ihnen zu zeigen, wie Sie in einer Wiederbelebungssituation vorgehen sollten. Ganz kurz unser Programm. Was mache ich in einer Wiederbelebungssituation, in einer Reanimationssituation grundsätzlich und immer? Das zweite ist, wie installiere ich einen automatischen externen Defibrillator, einen solchen Elektroschockapparat, wenn er mir sinnvoll zur Verfügung steht? Der dritte Abschnitt ist dann ganz kurz ins Detail, warum sollten Sie so etwas machen und warum ist es sinnvoll, sich umzusehen, ob ein AED, ob ein Elektroschockapparat in erreichbarer Nähe ist. Und ganz zum Schluss zeigen wir Ihnen nochmal den gesamten Ablauf im gesamten Umfeld der Reanimationssituation, sodass Sie dann auch sagen können, ich habe es verstanden, es ist ganz einfach und ich traue mir das auch zu. Was zuerst? Zuerst prüfen Sie, ob diese Person, die Sie da finden oder die vor Ihren Augen vielleicht auch zusammengebrochen ist, ansprechbar ist. Sie sprechen die Person an. Berühren Sie, wenn Sie keine Reaktion kriegen, an der Schulter oder an einem anderen Körperglied. Und dann, wenn darauf keine Reaktion erfolgt, gehen Sie ganz nah an die Person ran, überstrecken den Kopf und suchen nach normaler Atmung. Normale Atmung schließt Schnarchen mit ein, aber alles andere, was wie Schnappatmung oder anders gurgelnde Atmung klingt, ist nicht mehr normal. Und dann haben Sie eine bewusstlose Person, die nicht mehr reagiert und keine normale Atmung hat, und stellen fest, ich bin in einer Wiederbelebungssituation, denn das ist die Definition für einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sie rufen den Rettungsdienst und fangen an mit der Herzdruckmassage. Herzdruckmassage bedeutet 100 bis 120 Mal drücken auf der Mitte des Brustkorbs, auf der unteren Hälfte des Brustbeins, ungefähr 5 bis 6 cm, und das mit einer Häufigkeit von ungefähr 100 bis 120 Mal pro Minute, das heißt zweimal pro Sekunde. Und das zeigt Ihnen das Team, Frau Purschian, Frau Schmidt, jetzt einmal am Reanimationsphantom. Oh, da liegt ja jemand. Schau mal. Hallo, hören Sie mich? Hallo. Wir sind sicher. Du, der atmet gar nicht mehr. Kannst du mal gucken? Nicht ansprechbar. Und guck mal, hebt sich der Brustkorb? Nein, hebt sich nicht. Den müssen wir wiederbeleben. Ja, fängst du an? Ich gehe den Rettungsdienst holen. Okay. Sie haben gerade gesehen, wie das tatsächlich in der gestellten Situation aussehen kann und aussehen wird, wenn Sie eine solche Situation erleben. Sie fangen an mit der Herzdruckmassage und Sie hören nicht auf. Und dann kommt jemand auf die Idee, ey, da ist doch ein solcher Apparat, den man bei solchen Situationen einsetzen soll, ein sogenannter Elektroschockapparat in der Nähe. Ja, das ist eine gute Idee. Und einer oder eine sollte ihn holen. Aber auf jeden Fall wird die Herzdruckmassage fortgesetzt. Und dann wird dieser automatische externe Defibrillator geholt. Er wird neben dem Patienten positioniert, aufgemacht, und dann beginnt sowohl mit Symbolen wie auch mit Sprache Ihre Führung durch den Prozess. Sie werden sehen, dass Sie auf den Aufklebern Bilder sehen, wo müssen Sie diese Aufkleber hinkleben. Und Sie werden auch aufgefordert, vom Apparat durch Sprache diese Aufkleber auf die Haut des Patienten zu kleben. Das ist wichtig. Nicht auf die Kleidung, sondern auf die Haut. Und dann entdeckt der Apparat, dass Sie diesen Kontakt hergestellt haben, und fordert Sie auf, mit der Herzdruckmassage kurzfristig aufzuhören. Das ist aus technischen Gründen zwingend notwendig, denn nur dann kann dieser Herzrhythmus vom Apparat geprüft werden.
Und dann kommt es zu einer Entscheidung durch den Apparat und nicht durch Sie. Entweder ein Elektroschock wird freigegeben, dann leuchtet eine Taste auf, die Sie drücken sollen. Oder auch es gibt auch Geräte, die das ganz automatisch machen. Oder es ist ein Rhythmus da, der keinen Elektroschock verlangt. Und dann sagt der Apparat, gar nichts machen, außer Herzdruckmassage wieder fortsetzen. Und das machen Sie. Sie machen das, was der Apparat Ihnen sagt. Und mehr ist es nicht. Das ist eigentlich alles, was Sie zum automatischen externen Defibrillator wissen sollten. Und das machen wir Ihnen vor, aber bitte schalten Sie dann nicht ab. Es kommt noch mehr. Der Rettungsdienst kommt. Soll ich dich schon mal ablösen? Dann gehe ich auf die Suche nach dem AED. Ja. Jetzt. Auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Pads aufkleben. Pads aufkleben. Pads auf den entblößten Patient nicht berühren. Analyse läuft. Patient nicht berühren. Patient Schock empfohlen. Schock abgegeben. Sie haben gesehen, wie einfach es ist, diesen automatischen externen Defibrillator zu bedienen. Und wir wollen Ihnen jetzt ganz kurz zeigen, was eigentlich der Hintergrund für diese Aktion mit dem Elektroschock eigentlich ist. Wir fangen wieder an. Sie sollen drücken, drücken, drücken. Egal, ob ein AED in der Nähe ist oder nicht, Sie drücken. Wenn Sie ganz alleine sind, wird gedrückt und der AED bleibt irgendwo. Wenn Sie zu zweit sind, holt einer den AED, der andere, wie gezeigt, drückt weiter. Automatischer externer Defibrillator heißt nichts anderes als, die Entscheidung zu einem Elektroschock oder nicht fällt nicht Sie, sondern der Apparat. Sie sind das ausführende Organ, der ausführende Mensch, der dem Apparat sozusagen den Menschen zuführt. Mehr nicht. Und extern bedeutet, dass der Elektroschock von außen kommt, über die Haut des Patienten, und Defibrillation, das zeige ich Ihnen gleich in einem Bild, heißt ein Kammerflimmern oder ein Herzflattern, was nicht mehr mit einem Puls einhergeht, wird durch diesen Elektroschock einfach versucht zu unterbrechen. Wir haben ein Herzrhythmus. Und der normale Rhythmus ist ein Sinusrhythmus. Das sehen Sie jetzt hier auf diesem animierten Bild. Sie sehen, wie die Erregung durch die Herzzellen läuft und dann kommt ein Herzschlag. Und wenn das aufgehoben ist, wenn jede Zelle macht, was sie will, wie bei einem Orchester, was sich einspielt, und der Dirigent muss kommen und sagen, jetzt wollen wir anfangen, und mit einem Schlag wird jeder geweckt und dann gibt es eben ein Musikstück, wird auch mit einem Elektroschock jede Herzzelle erstmal wieder auf Null gesetzt. Und dann kann das Reizleitungssystem, was Sie bei dem Sinusrhythmus gesehen haben, wieder übernehmen und zu einem Herzschlag führen. Das ist das Prinzip einer Defibrillation, eines Elektroschocks in der Phase, wo das Herz flimmert. Das ist der Grund, warum Sie mit einer Elektroschocktherapie diesem Menschen das Leben retten können. Und je eher Sie es machen, desto besser sind die Überlebenschancen für diesen Menschen. Und das ist der Grund, das sehen Sie hier, wie die Überlebensrate sinkt mit zunehmender Zeit. Oder im nächsten Bild, das ist das Gegenteil, wie die Überlebensrate steigt, je schneller Sie diesen Defibrillator zum Einsatz bringen. Warum? Das Konzept der automatischen externen Defibrillation so in die Breite getragen wird. Sie können das Leben retten und Sie können auch die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Lebensqualität nach einem solchen Ereignis ganz deutlich steigern, indem Sie eben einen solchen Elektroschock noch vor dem Rettungsdienst auslösen und dem Patienten wieder zu einem Herzschlag verhelfen. Das ist Ihre Chance. Die Theorie ist klar, je eher, desto besser. Und Sie drücken weiter
das Brustbein des Patienten 100 bis 120 Mal pro Minute und überleben bedeutet Herzdruckmassage. Ganz wichtig. Beim Aufkleben der Aufkleber auf die entblößte Brust des Menschen gibt es zwei Positionen. Einmal unter dem Schlüsselbein rechts des Menschen und einmal ganz weit außen an der Brustseite. Und damit können Sie den Elektroschock gut durchs Herz leiten. Das ist auf den Aufklebern markiert. Sie können das wirklich auch in 3 oder 5 Jahren können Sie das sehen und erinnern sich, aha, da muss es hin. Das zeigen wir Ihnen jetzt einmal in einer kurzen Sequenz, wie das aussieht und dann geht es sofort weiter. Auf diese Stelle und das Schlüsselbein. Auf diese Stelle seitlich. Wenn Sie die Aufkleber auf der Brust des Patienten haben, dann wird der Apparat feststellen, dass er diesen Kontakt hat und wird Sie auffordern, die Herzdruckmassage und die Beatmung zu unterbrechen. Das ist die einzige Ausnahme, wo Sie wirklich die Herzdruckmassage stoppen müssen. Nur dann kann der Herzrhythmus geprüft werden. Und dann folgt eine Entscheidung nicht durch Sie, sondern durch den Apparat, durch den automatischen externen Defibrillator, ob Sie einen Schock auslösen können oder ob Sie sofort mit einer Herzdruckmassage weitermachen. Wenn Sie einen Elektroschock auslösen sollen, dann blinkt eine Taste, auf die Sie drücken. Und das zeigen wir Ihnen in der nächsten kurzen Sequenz. Das ist relativ einfach. Ein Knopf drücken, der blinkt. Patient nicht berühren. Analyse läuft. Patient nicht berühren. Schock empfohlen. Schock abgegeben. Unmittelbar danach beginnen Sie wieder mit der Herzdruckmassage. Sie achten nicht auf irgendwelche Reaktionen von Seiten der Person, die gerade den Elektroschock gekriegt haben. Drücken Sie sofort weiter. Fast alle Geräte haben einen Taktgeber dann. Der gibt Ihnen die Häufigkeit Ihrer Herzdruckmassage dann mit einem akustischen Signal, tock, 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 einfach vor. Und Sie folgen diesem Takt. Sie dürfen etwas schneller sein, Sie dürfen ruhig etwas langsamer sein, aber Sie sollten diese Frequenz, diese Häufigkeit ungefähr treffen. 6 Zentimeter tief, Mitte des Brustbeins und dann überbrücken Sie bis zur nächsten Prüfung des Herzrhythmus diese 2 Minuten mit Herzdruckmassage. Ganz, ganz wichtig. Und lassen sich auch dann in diesen 2 Minuten möglichst nicht ablösen, denn Sie erreichen mit dieser Herzdruckmassage eine wirklich Durchblutung des Gehirns, die fürs Überleben reicht. Und jede Unterbrechung ist schädlich. Unterbrechung folgt dann bei dem nächsten Prüfen des Herzrhythmus und dann kann auch das Helferteam einmal wechseln, wenn der erste nicht mehr kann und der zweite übernimmt. Letztendlich wollen wir Ihnen jetzt in einer Abschlusssequenz noch einmal zeigen, wie der gesamte Ablauf ist. Von ganz vorne bis zur Routine, die Sie haben. Routine ist natürlich völlig irrsinniger Begriff in diesem Zusammenhang. Wer hat schon Routine in der Wiederbelebung? Wir wollen Ihnen zeigen, wie dieser Ablauf tatsächlich ist. Sie prüfen, Sie rufen, Sie drücken. Sie holen den AED, Sie schließen ihn an, der Herzrhythmus wird geprüft. Ein Elektroschock wird abgegeben oder auch nicht und Sie drücken 2 Minuten. Und dann geht es weiter mit der Prüfung des Herzrhythmus, wieder Entscheidung Elektroschock oder nicht und Sie drücken 2 Minuten. Und das zeigen wir Ihnen jetzt in der nächsten Sequenz. Aus technischen Gründen, damit wir Sie nicht langweilen, haben wir die 2 Minuten Drückphase einfach gekürzt. Aber bitte diese Phase nicht irgendwie bei uns unterbrechen, sondern tatsächlich 2 Minuten lang ganz konsequent, möglichst gut drücken. Und das zeigt Ihnen jetzt das Team, Frau Purschian und Frau Schmidt. Oh, da liegt ja jemand. Schau mal. Hallo, hören Sie mich? Hallo. Wir sind sicher.
Du, der atmet gar nicht mehr. Kannst du mal gucken? Nicht ansprechbar. Und guck mal, hebt sich der Brustkorb? Nein, hebt sich nicht. Den müssen wir wiederbeleben. Ja, fängst du an? Ich gehe den Rettungsdienst holen. Okay. Der Rettungsdienst kommt. Soll ich dich schon mal ablösen? Dann gehe ich auf die Suche nach dem AED. Ja. Jetzt. Pads auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Pads aufkleben. Pads aufkleben. Pads auf den entblößten Patient nicht berühren. Analyse läuft. Patient nicht berühren. Patient Schock empfohlen. Schock abgegeben. Herzdruckmassage und Beatmung beginnen. Herzdruckmassage und Beatmung unterbrechen. Patient nicht berühren. Analyse läuft. Patient nicht berühren. Kein Schock empfohlen. Wir haben Ihnen in dieser Präsentation gezeigt, wie einfach und wie sicher der automatische externe Defibrillator ist. Und wir sind überzeugt, dass jeder und jede, wie in unserem Titel angedeutet, es kann. Jedes Alter, jedes Geschlecht, jede Situation, egal wo, egal wann. Sie können das. Und wir haben Ihnen gezeigt, wie wichtig es ist, die Überlebenschance mit einem solchen Elektroschock zu steigern. Und zwar dramatisch zu steigern. Und unser Appell ist, dass Sie sich trauen, mit diesem Gerät, was Sie nie in die Hand nehmen wollten, umzugehen und es einzusetzen für den Menschen, den Sie da gefunden haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie eine Rückmeldung geben würden, wenn Sie tatsächlich mal in eine solche Situation gekommen sind und wie Sie unser Video dabei finden und ob das die Realität, die Sie gesehen haben, in irgendeiner Weise vielleicht nahe gekommen ist. Wir sagen Tschüss aus der Asklepios-Klinik Seligenstadt. Wir freuen uns, dass Sie bis hierhin mitgeguckt haben und wir hoffen, dass Sie niemals in eine solche Situation kommen. Aber wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Tschüss aus der Asklepios-Klinik Seligenstadt.